Hallo, ich glaube, wir können langsam weitermachen. Die meisten sind zurück von ihrer Pinkelpause. Und das, was für Radiomenschen ja relativ selbstverständlich ist, dass man irgendwie sprechen kann, das sieht für Menschen, die sonst Print machen, anders aus. Vinzenz Vitus Leitgeb ist bei der SZ und hat seinen schreibenden Kollegen eines voraus. Er war beim Ausbildungssender M94,5 in München. Das heißt, er hat irgendwann mal was mit Radio gemacht, hat sprechen gelernt, war an der Deutschen Journalistenschule. Auch da gab es Sprecherziehung oder Sprachtraining, wie das so schön heißt. Und grundsätzlich weiß Vinzenz, wie man Radio macht und auch Podcasts. Und bei der Süddeutschen Zeitung hat er als Redakteur die Aufgabe übernommen, seinen schreibenden Kollegen zu erklären, A, was ist Podcast und B, wie schaffe ich es, mich zu lösen, auch von einem Mikrofon? Weil ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich in ein Mikrofon sprechen musste, ist mein Puls ungefähr bei 240 gelandet, mein Gesicht war knallrot und obwohl nichts anders war als vorher und das noch nicht mal live war, war ich mega aufgeregt. Und wie Vinzenz es schafft, dass er seine Kollegen vors Mikrofon bekommt und wie die Süddeutsche Zeitung das macht, dass schreibende Kollegen dann eben auch zu sprechenden Kollegen werden, das erzählt er euch jetzt. Ja, hallo. Und vielen Dank für die Anmoderation. Genau, mein Puls ist jetzt nicht bei 240, aber ein bisschen höher vielleicht. Nee. Die SZ On Air, ich habe es mir jetzt auch nicht leichter gemacht, indem ich darauf geschrieben habe, nicht jeder kann sprechen, weil dann achtet natürlich jeder drauf, ob ich sprechen kann oder nicht. Ich will mit dem Titel vor allem eben genau das sagen. Wir haben bei der SZ viele Autoren, die es gewohnt sind, eine Zeitung zu machen. Die schreiben ihre Artikel, sie recherchieren ihre Reportagen. Sie wissen grundsätzlich also, wie sie im Print eine Geschichte erzählen. Und wir wollen mit Ihnen zusammen sozusagen das ins Format Podcast übertragen, wollen mit Ihnen im Podcast zusammen diese Geschichten nochmal erzählen und das unterscheidet sich einfach nochmal von dem, wie Sie es in der Zeitung machen. Und natürlich kann jeder von Ihnen sprechen, aber der heimliche Untertitel ist deshalb so, wie wir uns das im Podcast-Team manchmal vorstellen. Also wir haben einfach andere Anforderungen daran, wie Sie uns jetzt eine Geschichte erzählen. Darum geht's. Ganz kurz zur SZ, wie die Podcasts zu uns kamen. Wir haben begonnen im November 2017 mit dem Podcast Das Thema. Der kommt immer noch wöchentlich raus am Mittwoch. Unser Recherche-Podcast, in dem wir einfach die Recherchen und die Großthemen der SZ sichtbar machen wollen. Gestartet sind wir mit 6 Sonderfolgen zu den Paradise Papers, also zu einem Investigativprojekt, und haben uns dann von da weiterentwickelt. Es sind jetzt nicht nur investigative Recherchen, sondern es ist wirklich alles Mögliche. Wir hatten zum Beispiel auch den Serienmörder Nils Högl mal in einer Podcast-Folge länger. Wir haben aber auch schon über Reisen, verantwortungsvolles Reisen gesprochen. Also bei uns weiß man eigentlich nie so recht, was in der nächsten Woche kommt. Umso mehr freut es uns, dass Leute dranbleiben und jede eigentlich Folge weiterhören. Das Ganze sind so 30 bis 35 Minuten und meistens eben Kollegengespräche, also unsere Kollegen müssen uns Antworten geben. Wir versuchen das im Moment so ein bisschen auszubauen, noch mehr O-Töne zu sammeln, mehr mit Atmo zu arbeiten, auch ein paar so reportagigere Elemente einzubauen oder zumindest kleine Szenen zwischendrin zu erzählen, um die Geschichten weiter voranzubringen. Weitergegangen ist es dann im Juli 2018 mit dem Nachrichtenpodcast Auf den Punkt. Der kommt seither werktäglich raus, circa 10 Minuten lang. Darin wollen wir das Thema des Tages noch einmal ganz kurz zusammenfassen, auch in einem Kollegengespräch, also eine leicht kurze Anmoderation. Kollegengespräch mit Analyse, Meinung einer Mischung und 3 weiteren Nachrichten. Einfach, dass man, wenn man am Heimweg ist um 17 Uhr, vielleicht in 10 Minuten mal ein bisschen was mitbekommen hat. Und dazu kommen noch 2 andere Formate, die wir jetzt in der Redaktion betreuen. Einmal von jetzt, dem jungen Portal der SZ, Jungs-Mädchen-Fragen. Da geht es im Dialog zwischen jeweils einer Frau und einem Mann um Geschlechterbilder, Sexualität. Solche Themen ist immer circa 20 Minuten lang und erscheint am Sonntag. Und außerdem auch seit August haben wir einen Sportpodcast und nun zum Sport. Der am Montag 25 bis 30 Minuten lang ist, soll auch die ganze Welt des Sports abbilden. Also auch hier haben wir FC Bayern Folgen und reden über Fußball, aber wir reden auch über Sportpolitik, über eine EM-Vergabe, über rechte Hooligans oder dann eben andere Sportarten, Tennis, Formel 1. Es geht so in jede Richtung. So aufgeschlüsselt in der Timeline ist es eben so, das Thema Plan W hatte ich jetzt nicht auf der eigenen Folge, das wird von Haus 1 extern produziert in Kooperation mit dem Wirtschaftsressort. Der SZ, damit haben wir sozusagen als Audio-Team jetzt noch nicht so viel zu tun. Dazwischen gab es nochmal die Steilvorlage, das war unser WM-Podcast, weil wir einfach mal austesten wollten, wie funktioniert das überhaupt, so schnell eine Podcast-Folge zu produzieren. Für das Thema hatten wir in der Regel mehr Zeit
Und bei Steilvorlage haben wir immer am Tag nach den Deutschlandspielen eine Folge rausgebracht. Und nachdem die Deutschlandspiele sehr schnell vorbei waren, danach nach jeder Finalphase sozusagen gesprochen, wie lief das jetzt im Halbfinale, im Finale. Dann kamen die anderen Formate dazu und wir sind in der Zeit auch als Team gewachsen. Also als erstes war meine Kollegin Laura Terberl im Podcast-Team, hat das Thema gemacht, zusammen mit Ikone Media, also einer externen Agentur nochmal, Podcast-Agentur. Dann kam ich dazu, die Agentur ging langsam raus und jetzt sind wir eben seit Februar auch innerhalb der SZ ein Audio-Team, haben noch zwei Kollegen, die jeweils Halbzeit da sind. Also wir sind zwei volle Stellen, zwei halbe. Und jetzt haben heute sicher schon einige die Führungen durchgemacht hier beim Deutschlandfunk und haben gesehen, was so ein Audiostudio ist und wie das aussieht und wie das alles da sein kann. Bei uns sieht es nicht so aus. Wir machen das hier in so einem Holzkasten. Ist aber gar nicht so schlecht, also weil die SZ hat auch schon mal einen Anlauf gemacht. 2005 oder 2006, 2008, da hatten wir schon mal SZ Audio mit einzelnen Podcasts, die dann aber wieder eingeschlafen sind. Aber seither haben wir noch immer diesen Holzkasten, den wir uns fürs Podcasten jetzt nochmal ausgebaut haben. Haben da ein bisschen an der Klangqualität gearbeitet, zeichnen auf mit so einem elektronischen Mischpult. Und da hinten sieht man noch so diese Säule von damals. Da hängt noch so ein iPod Shuffle drinnen. Da konnte man sich dann auf Messen ein paar ausgewählte Beiträge anhören von SZ Audio damals. Und genau da schleppen wir dann unsere Kolleginnen und Kollegen hin und nehmen mit ihnen die Folgen auf. Und müssen denen eben erklären, was wir da so machen und wie sie am besten mit uns sprechen sollen. Und ich habe da jetzt, jetzt klickt es nicht. Ah ja, genau, ausgewählte Reaktionen, die man so mitkriegt in der Cafeteria oder so. Da fragt ein Redakteurin ein, ja, ich will mich überhaupt nicht hören, ich will gar nicht im Podcast gehen. Die zweite beruhigt sofort, ist gar nicht schlimm, die machen ganz viele Filter drauf. Da klingt man dann gar nicht mehr so schlimm. Zweite Unterhaltung, wir wollen ein Vorgespräch führen. Sagen, schön, danke, dass du Zeit für den Kaffee gefunden hast und gleich der skeptische Blick, ja, und wo habt ihr jetzt das Aufnahmegerät versteckt? Also wir sind die, die im Aufzug verstummen, dann alle skeptisch und glauben, wir schneiden hier mit. Der andere Satz ist natürlich, ich bin doch bei der SZ, damit ich nicht in einem Mikro sprechen muss. Ist jetzt natürlich stark verzerrt, weil wir haben inzwischen uns auch ganz gut etabliert im Haus und es kommen alle ganz gerne. Also allein bei das Thema haben wir jetzt 73 Folgen, in denen, ich habe mal nachgezählt, jetzt schon 80 unterschiedliche Redakteurinnen und Redakteure aufgetreten sind. Wir machen das dann manchmal eben zu zweit. Das heißt, die kommen auch alle, aber trotzdem wissen die oft nicht ganz, was da jetzt Podcast ist und was nicht. Und jetzt sozusagen die Frage, machen wir da jetzt überall Filter drauf oder nehmen wir alles auf? Fünf Dinge, die wir machen, die wir angefangen haben zu machen im letzten Jahr, die wir den Redakteuren sagen, dass wir mit ihnen machen wollen, damit es besser verständlich ist, um einfach zu zeigen, was für uns Podcasts sind und was wir an Podcasts wichtig finden und wie wir ihnen dann helfen, ihre Geschichten auch nochmal im Podcast zu erzählen. Die erste Sache, die wir ihnen sagen, also die Redakteurinnen und Redakteure sind einfach gewohnt, für die Zeitung sind sie erstmal im Hintergrund. Da steht dann die Autorenzeile, aber jeden Text, den sie, also in den Texten selbst sind sie neutral, sie treten kaum als Personen auf. Und da ist das Podcast-Medium wiederum einfach das Persönliche. Wir müssen ihnen sagen, sie selbst sind Protagonisten, sie sind interessant, ihre Geschichten sind interessant und wir lernen dadurch, dass sie so persönlich von sich erzählen, auch viel mehr Dinge dazu, als es jetzt vielleicht in manchen Artikeln möglich ist. Wir können zum Beispiel mehr über ihre eigenen Protagonisten erzählen. Ich probiere das jetzt mal hier abzuspielen. Als Beispiel, da haben wir mit einem Korrespondenten in Lateinamerika telefoniert. Der sitzt in Rio, war aber kurz davor in Venezuela und hat auch eine Reportage geschrieben. Und aus der Reportage ging hervor, er hat Guaido getroffen. Und wir dachten uns, ist ja gar nicht so einfach, Guaido zu treffen. Da weiß ja eigentlich gerade niemand, wo der so ist. Und haben ihn dann öfter gefragt, aber er hat uns immer nur beschrieben, wer ist das, aber er hat nie beschrieben, wie es dazu kam. Und dann haben wir gesagt, nee, du musst uns jetzt mal die Geschichte erzählen, wie kamst du zum Interview? Und ich spiele es mal ganz kurz an, selbst aufgenommen vom Redakteur in Rio. Das ist ja alles sehr spontan gewachsen und der Pressesprecher von Guaido stammt aus einer anderen Stadt in Venezuela und Guaido hat ihn vor wenigen Tagen erst eingeladen, nach Caracas zu kommen, um ihn zu unterstützen. Und ich hatte das große Reporterglück, dass dieser Pressesprecher von Guaido
zufällig im selben Hotel untergebracht ist, in dem ich auch jetzt die Tage in Caracas wohnte, und habe ihn dort kennengelernt. Und er hat mich dann eines Morgens, ich war eigentlich noch oben im Zimmer, gerufen: Ja, komm schnell runter, wir fahren jetzt ins Parlament und treffen Guaido. So ein bisschen Reporterglück, das erzählt er wahrscheinlich nicht in seiner großen Reportage, aber es ist eigentlich eine nette Anekdote auf jeden Fall, weil wir lernen zum Beispiel über diese ganze Verplantheit von dieser Guaido-Organisation, oder wir lernen zumindest, dass da alles noch ein bisschen chaotisch ist, dass es jetzt relativ schnell gegangen ist, und wenn er uns das so erzählt und dann sagt, ja, dann hat er den da zufällig getroffen und dann hat er mich mitgenommen, dann lernen wir auch mehr zum Beispiel über dieses Podcast-Format durch die persönliche Geschichte, über die Protagonisten der Redakteure, das versuchen wir dann klar zu machen. Das ist sozusagen der Mehrwert. Außerdem können wir ihre Erfahrung natürlich zeigen, das ist ja auch schon angeklungen, man sieht, wie sie recherchieren und wie sie arbeiten, und dadurch können wir auch Transparenz für unsere Arbeit schaffen. Da hätte ich auch noch ein Beispiel, wo wir dann einfach auch selbst, wenn der Journalist selbst erzählt, wie er arbeitet und was er macht, dann ergeben sich auch Situationen, wo wir einfach den Journalismus noch mal näher bringen können. Das ist jetzt eine Situation, da haben wir über die Abgasaffäre und Audi gesprochen, also meine Kollegin Laura Terbel. Weil man sich nicht auf das konzentrieren kann, was eigentlich viel wichtiger ist, nämlich wie müssen die Autos der Zukunft nicht nur aussehen, sondern auch fahren. Also ich habe das Gefühl, wir stecken in einem riesigen Wirtschaftskrimi drin. Also es, dein Handy ging, glaube ich. Ah, da muss ich mal kurz hin. Wenn der anruft, dann... Dann gibt's was. Ja. Ja, hier Klaus Ott, Sie hatten es probiert bei mir. Jetzt ist nochmal Klaus Ott bei mir im Studio. Klaus, heute Mittag musstest du spontan raus, jetzt bist du wieder da. Was hast du denn vorher für einen Anruf bekommen? Genau, an der Stelle habe ich es jetzt mal gekürzt, aber Klaus Ott bekommt mittendrin einen Anruf. Wir konnten den Anruf natürlich selbst nicht im Podcast senden, denn es war eine vertrauliche Quelle. Wir haben danach gefragt, wer hat angerufen. Er hat gesagt, kann ich natürlich nicht sagen. Wir haben gefragt, warum hat er bei dir angerufen. Wir haben die Situation sozusagen ausnutzen können, dass Klaus Ott da mittendrin diesen Anruf bekam. Und er musste auch in dem Moment einfach aus dem Studio rauslaufen, weil er eine Einmeldung schreiben musste. Es ging um einen Audi Manager, der, glaube ich, aus der Haft entlassen wurde, was an dem Tag irgendwie relativ groß war. Also wir saßen dann 4 Stunden rum und haben ein bisschen Daumen gedreht und gewartet, bis Klaus Ott wiederkommt. Und dann hat er uns das alles erklärt und wir konnten so auf jeden Fall Transparenz ein bisschen schaffen. Das Zweite, was wir Ihnen sagen, den Redakteuren, damit sie ihre Geschichten besser funktionieren können, ist, schon wenig Technik macht vieles besser. Da sind ja vielleicht gerade viele, die neu zum Podcasten kommen oder versuchen, neue Sachen zu machen. Das ist so ein bisschen, ja, die Scheu vor der Technik, oder man hat das Gefühl, man muss sehr viel machen, und so geht es auch vielen Redakteuren, die sehen dann so ein Mikro, dann sitzen sie aber vielleicht in Rio de Janeiro oder in London und haben nicht mal, wir machen da nichts, sondern sie müssen alles selbst machen, und da versuchen wir ihnen einfach immer klar zu machen, schon sehr wenig, was ihr macht, macht schon sehr viel bessere Klangqualität aus. Also wir geben dann Tipps, ein paar habe ich heute auch schon in Workshops gehört. Ob es einfach nur ein Zoom H1-Gerät ist, das sehr günstig ist zum Einstieg, wo man nur runterziehen muss und auf Play drückt, auf Record drückt. Ob es einfach nur ein Headset ist, alles, was es sozusagen ein bisschen besser macht. Und wir haben jetzt nicht das Equipment vom Deutschlandfunk, um wirklich professionelle Schalten zu machen, macht auch die Geschichten wesentlich besser. Wir rufen dann auch an über alle möglichen Dienste, Skype, Slack, FaceTime, alles, was irgendwie mit WLAN verbunden ist. Ist einfach schon so, dass es dann klarer ist. Und dadurch werden auch die Persönlichkeiten unserer Redakteure und Redakteurinnen besser sichtbar. Wir hören dann, wenn die Stimme besser ist, einfach, hatten das schon mal, wo sie zögern, wo sie anfangen zu lachen, wenn sie über Theresa May sprechen, weil dieser ganze Wahnsinn im Brexit eigentlich schon unbegreiflich ist. Und das ist eine Sache, die wir zum Beispiel in gedruckten Kommentaren natürlich nicht rauslesen können. Da schreibt sie dann eine Einschätzung, eine Analyse, und jeder liest das mit seiner eigenen Stimme. Aber wenn wir dann die Korrespondentin haben, die sich auch noch selbst aufnimmt, dann hört man da so ein bisschen auch, wie sie zu diesen Themen steht. Was wir auch natürlich empfehlen, ist, dass sie ihre eigenen Protagonisten aufnehmen. Das passiert noch nicht so häufig. Wir haben gute Erfahrungen mit dem Investigativteam. Auch die versuchen dann einfach mal so ein Mikro hinzustellen und wir schauen dann mal, was geht. Aber es sind so Tests innerhalb dieser Zeitung, um zu sagen, wenn man eure Protagonisten hört, dann könnt ihr auch auf die reagieren. Dann sind das vielleicht emotionalere Töne und dann können wir bessere Geschichten zusammen erzählen. Und was wir auch durch bessere Technik machen, wir lernen dann sehr viel über die Welt auch intern. Wir lernen zum Beispiel, wenn wir so eine Audio-File bekommen, dass es in Wien wunderschöne Altbauten geben muss, die ganz grauenhaft hallen. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass in Rio de Janeiro ganz tolle, exotische Vögel überall sind.
und nicht mal, wenn man das Fenster zumacht, irgendwie rauszukriegen sind. Oder dann ist da eine Baustelle oder ein Flugzeug fliegt drüber. Oder hier in dem Beispiel, das ich jetzt noch habe, haben wir ein bisschen was über Texas gelernt, als es eigentlich um Donald Trump gehen sollte. Bekommt Trump nun seine Mauer? Warte mal kurz. Das war der Müllwagen. Immerhin funktioniert das ja noch. Ja, ist die Heizung. Gib mir noch 2 Sekunden, dann stellt sie sich wieder ab. Ich kann nur sagen, seid froh, dass ihr normale Heizungen habt. Ja. Was ist denn da jetzt in Austin? Ist da kalt oder ist das warm? Wieso brauchst du eine Heizung? Ah, das ändert sich total. Das ist ziemlich bizarr, weil teilweise hat es 5 Grad. Gestern hat es 24 Grad. Du hast hier die Geschichte, dass die warme Luft vom Süden kommt, vom Golf von Mexiko, und die kalte aus den Rocky Mountains und zwischendrin nichts ist. Okay. So, jetzt ist vorbei, genau. Yes, sorry. Sehr gut. Bekommt Trump nun seine Mauer? Ja, darum ging es ja eigentlich. Leider sind wir bei unserem täglichen Podcast, aus dem das Beispiel jetzt kommt, haben wir uns ja auf 10 Minuten verpflichtet und wir wollen die Nachricht des Tages machen und nicht das Wetter aus Texas. Deshalb musste dieser Ausschnitt leider raus, aber wir sammeln solche Outtakes natürlich ganz gerne und das macht natürlich Spaß. Das Dritte, was wir den Redakteuren auch immer sagen, sie wissen zu viel. Die kommen dann da rein und man stellt ihnen die Frage, könnt ihr das ganz kurz beschreiben? Und man will eigentlich nur ganz kurz eine Szene hören, aber man bekommt gleich eine Szene, man bekommt dazu geliefert, welche 20 Rebellengruppen gerade irgendwo arbeiten. Ist sehr beeindruckend, wenn die alle namentlich fallen, aber wir kommen natürlich nicht mit. Und dann gibt es auch noch eine Analyse dazu. Das heißt, wir versuchen sie immer ein bisschen einzubremsen. Wir machen dann manche Takes öfter. Wir hören uns einmal die Geschichte an, dann sagen wir, okay, jetzt zerlegen wir sie nochmal in 5 unterschiedliche Abschnitte. Jetzt sag uns bitte nur das hier. Jetzt sag uns nur das hier und gib uns das. Und erst nachher sozusagen die Analyse. Es ist ja auch beim Fernsehen, wenn man eine Person zum ersten Mal sieht, schaut man sie sich erstmal genau an und hört eigentlich überhaupt nicht zu. Und dann irgendwann fängt man an, auch dem zuzuhören. Und ich glaube auch beim Podcasten, man hört erstmal auf die Stimme in den ersten Momenten. Wenn da jetzt gleich die volle Analyse kommt, ist es manchmal schwierig, so dem Inhalt gleich ganz zu folgen. Wir wollen, dass Sie uns Beispiele, Töne und Szenen geben, weil wir natürlich durch dieses Narrative leben im Podcast, dass man eben die News nicht einfach nur mit Inhalt, also Nachricht, Fakt und so weiter erzählt, sondern dass man uns auch Kontext dazu gibt. Und das führt dann dazu, dass wir auch vieles von dem, was wir aufnehmen mit den Redakteuren oder vieles, was wir durchsprechen, natürlich überhaupt nicht verwenden. Wir schneiden vor allem auf den Punkt und das Thema sehr viel in dem Sportpodcast, in Jungs fragen, Mädchen fragen. Da ist es mehr so eine Gesprächsform, da soll sich ein Gespräch entwickeln, da schneiden wir jetzt nicht sehr viel raus. Aber da in den beiden Formaten, wo es darum geht, komplexe Inhalte ein bisschen zu erklären, versuchen wir schon sehr viel aufzunehmen und dann zu schauen, wie können wir mit diesem Material, das wir haben, die Geschichte möglichst gut erzählen, damit alle mitkommen und alle irgendwie verstehen, worum es da geht und Schritt für Schritt an die Hand genommen werden. Wir nennen das dann so ein bisschen, das Schneiden ist das Redigieren für Podcasts, da hat man dann einen Zeitungsbegriff. Und als Beispiel hier so eine Folge, das ist jetzt so eine Rohaufnahme, ein Aspekt von 3 für eine Themafolge über Olympia, und wir hatten 2 Redakteure drin, die haben sehr viel erzählt. Am Anfang hat einer vor allem sehr viel über Doping erzählt und das Dopingsystem, was sehr interessant war, aber es waren jetzt letztlich 26 Minuten, der ganze Podcast sind 30, woraufhin wir es natürlich erstmal im ersten Schritt gekürzt haben und aufgeräumt auf 12, also erstmal mehr als die Hälfte raus und umgestellt haben. Was aber auch mit den Redakteuren natürlich abgesprochen ist, um ihnen zu sagen, ja, wir wollen ja, dass ihr am besten rüberkommt und dass die Geschichte am besten rüberkommt, dass ihnen ja auch das Anliegen. Und dann haben wir nochmal im nächsten Schritt, ich nehme an, es ist jetzt 1 Minute, die nochmal rausgegangen ist durch Doppelungen, durch kleine Sprechfehler. Wir haben nicht immer die Zeit, es so genau zu machen, aber wenn wir können, versuchen wir schon relativ viel zu schneiden, weil wir einfach versuchen, ja, wie in Zeitungstexten am Ende stehen auch nicht so viele Füllwörter drinnen oder Ähnliches. Manche Äs müssen sein, das haben wir gestern auch schon gelernt, da stimmen wir auch zu, aber bei vielen glauben wir, dass es so den Sprechfluss ein bisschen bremst. Und wenn da gerade Redakteure sitzen, die noch nicht erfahren sind, am Mikrofon zu sprechen, ist da vielleicht einmal mehr so eine Nachdenkpause, die nicht mehr nötig ist, ein Ä zu viel, das dann stört, oder es sind immer wieder welche an denselben Stellen, die dann auffällig werden. Deshalb sagen wir von Anfang an, wir arbeiten so damit, dann machen Sie sich auch weniger Kopf, wie Sie sprechen, sondern Sie wissen im Nachhinein, es passiert da noch einiges. Und dann so als letzten Hinweis an Sie, das ist jetzt vielleicht die Sache mit den Filtern.
die Postproduktion. Also wir machen auch noch ein bisschen Postproduktion. Wir sind alle eigentlich in unserem Audio-Team jetzt keine Sound-Engineers, deshalb auch hier vielleicht die Ermutigung, es geht, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, da so einiges zu machen. Und man muss jetzt doch nicht der Profi sein, sondern man kann erstmal probieren, sich rantasten und für sich Modelle finden, wie es funktioniert. Bei uns gehört in der Postproduktion natürlich Musik, Soundeffekte, Atmo, die wir abmischen, die wir anpassen dazu. Aber wir arbeiten natürlich dann auch nochmal mit ein paar Sachen wie einem Equalizer. Wir komprimieren nochmal die Stimmen und wir haben auch noch einige Plugins, wo wir dann halt in Rio Vögel rausfiltern, eventuell ein Rauschen rausnehmen, klicken, knacksen, S-Laute. Es gibt ja so einiges, was dann, wenn man es am Kopfhörer hat, einfach im Podcast, was dann doch einfach zu stark in die Ohren reingeht. Und wir versuchen zu erklären, dass wir das machen, auch da, dass man sich keine Sorgen macht, dann wie man selbst klingt. Genau, sieht dann so aus, wir machen nicht so viel. Also so zusammenfassend, die Fragen aufgeworfen von den Redakteurinnen und Redakteuren selbst. Ja, wir nehmen sehr viel auf, kürzen dann sehr viel, aber wir nehmen nicht alles auf und auf gar keinen Fall versteckt. Wir glauben einfach, dass wir durch dieses viele Aufnehmen vielen so eine Hemmschwelle nehmen, dass sie Geschichten nochmal erzählen können. Wir helfen ihnen auch zu sagen, nee, das wäre ein Ansatzpunkt, es so zu erzählen. Oder stellen einfach Fragen öfter, damit sie an diesen Punkt kommen. Hier ist weg. Und ja, wir machen offensichtlich Filter drauf. Also wir arbeiten mit ein paar Effekten, die wir drauflegen. Und wir nehmen aber nicht so viele, weil wir einfach auch nicht die Soundprofis sind noch, sondern wir lernen das auch gerade. Wir haben ein paar gefunden, die gut anwendbar sind und mit denen arbeiten wir. Und grundsätzlich wollen wir einfach mit den Redakteuren zusammen so in dieser Form, in dem wir viel schneiden, in dem sie uns aber auch die Zeit geben und Geschichten öfter erzählen, manche Szenen öfter erzählen, uns Material liefern, sich mit Technik auseinandersetzen. So wollen wir zusammen halt einfach Geschichten erzählen, die besten Geschichten und Geschehen einordnen, Nachrichten einordnen und Analysen geben. Das ist so unser Ziel und wir hoffen natürlich, dass das alles noch so ein bisschen zunimmt, dass wir dann mehr O-Töne bekommen, dass so dieses Verständnis dafür dann auch noch da ist, auch wenn wir niemanden natürlich zwingen können, einen anderen Job zu machen. Aber da tut sich einiges und da probieren noch einige vieles, also einige etwas aus. Genau, bei Fragen gerne nachher noch ansprechen oder hier eine Mail schreiben. Laura Terbel, das ist unsere Audio-Team-Leiterin. Unten bin ich und podcast@sz.de bekommen wir alle vier und dann antwortet einer von uns. Und genau, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ich glaube, wir haben noch Zeit. Mikro an. Noch an. Jetzt ist es an. Ich glaube, da hinten war zuerst. Komm gleich vorbei. Also was ich interessant finde, ist, ich arbeite im Radio und wir haben dann auch begonnen, einen Podcast zu machen vor einigen Jahren. Und bei uns war es so, wir haben gesagt, wir kommen weg von diesem ganz perfekt geschnittenen und möglichst viele Äs drin lassen, möglichst natürlich. Wenn die Vögel im Hintergrund pfeifen, die Brasilianischen, würden wir sagen, yes, super, komm, wir gehen raus, damit man sie noch ein bisschen besser hört. Ja. Also wir haben eigentlich genau wieder mehr Atmosphäre, mehr Geräusche, natürlicher lassen. Und bei euch höre ich jetzt eigentlich, dass ihr eigentlich ein bisschen was anderes macht. Wie schätzt du das ein? Man muss jetzt sagen, die Vögel sind vielleicht da ein schlechtes Beispiel, weil die hört man dann immer nur in seinen Sprechpausen sehr laut und ansonsten ist es ein Rauschen im Hintergrund, das glaube ich schon stört, wo wir schon versuchen, das rauszunehmen. Und wir glauben einfach, es unterscheidet sich tatsächlich von Format zu Format. Wir haben jetzt in diesen Sachen auf den Punkt das Thema, wo wir wirklich viel versuchen zu machen, die sollen schon möglichst gut klingen und möglichst wenige Versprecher haben, weil da die Situation eher ist, ich möchte jemandem so gut wie möglich jetzt hier folgen in dieser Erklärung. Diese anderen Formate mit Gesprächen, da ist das viel öfter drinnen und natürlicher, das ist für uns eine Formatfrage sozusagen, eine Entscheidung gewesen. Dieses eine Format, das wirklich versucht, möglichst gut zu klingen und möglichst wenige Aussetzer noch drinnen zu haben oder Äs drinnen zu haben, außer die es wirklich braucht, um zum Beispiel einen Gedanken zu formulieren. Versus die Formate, wo es eben um das Gespräch geht. Und die sollen dann auch natürlicher sein. Also da saß dann ein Kollege in Liverpool und hat mit WLAN mit uns telefoniert über Bayern gegen Liverpool. Und da hört man im Hintergrund natürlich die Pressekonferenz so ein bisschen, oder zumindest, dass da Leute durchgehen. Der kann sich da jetzt nicht rausziehen, aber da geht es auch um dieses Vor-Ort-Sein.
Weil das Thema ist auch nicht so sehr, dass das eine Reportage-Geschalte ist und die Vögel erzählen jetzt auch nicht so viel über Caracas und Guaido. Da kann man das vielleicht aus diesem Setting eher rausziehen. Das wäre so meine Antwort. Eine Frage von mir. Du hattest gesagt, dass die Haltung der Redakteure in den Podcasts deutlich sichtbarer wird. Ist das quasi gewollt? Ist das mit allen so abgesprochen oder wird das nachher wieder rausredigiert? Beziehungsweise, wenn in den Tageszeitungen versuchen die Redakteure ja normalerweise ihre eigene Haltung eher nicht in den Artikeln vorkommen zu lassen, es sei denn, es ist ein Kommentar, ob das später dann auch wieder auf die Zeitung zurückkoppelt und dann auf einmal die Redakteure vielleicht wieder mehr ihre eigene Haltung auch in der gedruckten Zeitung sehen wollen? Ja, also ich glaube, es fällt auf gar keinen Fall wieder zurück auf die Zeitung, weil wir eben auch in der SZ eine sehr meinungsstarke Zeitung sind. Wir haben ein eigenes Meinungsressort, das für diese Seite zum Beispiel zuständig ist in der gedruckten Zeitung. Es wurde jetzt auch nochmal ausgebaut, also da passiert noch mehr in Analyse und Kommentar. Und es geht nie darum, so persönliche Haltung zu zeigen, indem man jetzt seine eigene Meinung einfach nur so rauswirft, sondern es ist so immer begründete Analyse oder begründete Meinung, so wie es ein gedruckter Kommentar auch wäre, würde ich sagen. Es muss nicht jeder machen. Wir fragen natürlich immer in die Richtung. Wir versuchen es aus den Leuten rauszubekommen. Aber wo wir merken, so dass da will jemand nicht weiterreden, dann machen wir es dann auch nicht weiter. Und wir bieten immer an, bei den längeren Formaten, die auch länger liegen können, wie das Thema, bieten wir an, Sie können gerne nochmal drüber hören und uns an einer Stelle sagen, das soll vielleicht jetzt raus, das war zu scharf formuliert, zu sehr verallgemeinert. Das bieten wir an, aber die wenigsten haben da Anmerkungen. Also für noch ein bisschen Statistik bisher, fragen vor allem die Frauen nochmal an, ob sie drüber hören können. Die Männer gehen so ein bisschen raus und sagen, läuft. Und bei den Frauen, da wird oft gefragt, ob sie es nochmal hören können. Die haben dann überhaupt keine Anmerkungen oder Ähnliches. Aber das ist so ein bisschen etwas, was auffällt. Aber die wenigsten haben dann wirklich etwas, was raus muss. Aber so diese Haltung da zu haben und zu zeigen, begründet natürlich wie immer, zu einer Sache ist, glaube ich, etwas, wofür die SZ auch steht. Gibt es noch Fragen? Dann vielen Dank, Vincent Vitus-Leitgeb.